und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls Prepare to Die Edition im New Game Plus Plus. Und wir sind in Anor Londo, wenn ihr die letzten Folge gesehen habt. Und ich bin menschliche Gestalt, ich kann invasiert werden. Aber das ist nicht das Schlimme daran. Das Schlimme daran ist, dass wir uns den ersten Bossen stellen müssen, von denen ich wirklich heiden Respekt habe. Und das sind Ornstein und Smaug. Ja, wieder so ein Boss, wieder Ziegendämon, wo schon viele Leute dran gescheitert sind. Ich habe ihn aber schon zahlreiche Male besiegt und werde es hoffentlich auch dieses Mal tun. Aber wir bekommen neue Gegner, in Anführungszeichen, nämlich einen alten Boss, den wir mal besiegt haben, nämlich die Glockengargoyles. Au, der hat mir ziemlich eine ins Gesicht. So, ich mache nicht wirklich viel Schaden mit Uchikatana. Kurzes Standbild, warum auch immer. Oh, da kassiere ich gleich eine. Wunderbar, so muss das sein. Na, was ist jetzt los? Das ist schlecht, wenn ich permanent Standbilder habe, ganz ehrlich. Deine Bildfrequenz liegt unterhalb der Online-Anforderung und kehrst zum Titelbildschirm zurück. What? Bitte was? Was war denn das jetzt? Hallo? Okay, das hatte ich noch nie. Interessant. Da ein Fehler bei der Filmsequenz erkannt wurde, ist der Online-Modus nicht zugänglich. Entweder das Spiel im Offline-Modus weiterspielen und eine Lösung des Problems des Spiels neu starten. No Pablo Español, Dark Souls. Ich steige gleich hier wieder ein. Bist denn du des Wahnsinns? Moment. Du kleines Früchtchen, jetzt komm her. Ah, Pyromantie in your face! Ha, dein Speer ist zu kurz oder eine helle Bade beziehungsweise. Nein! Bleibst du mal da, bitte? Das wäre sehr nett. Ah, jetzt! Ah, in your face! Und nochmal! So muss das sein. Gargülen-Hellbade. Die habe ich aber schon. Und ich laufe verkehrt, fällt mir gerade auf. Denn hier könnt ihr ja nicht runter. Hier ist ja der Weg versperrt. Was ist denn hier los in diesem Gebiet? Gehe ich halt woanders hin, wenn mich hier keiner haben will. Ist ja okay. So, hier kann ich nicht so schnell durch. Ach Gott, verdammt. Was ist denn los? Was ist denn los mit dem Spiel? Nein! Das war doof, liebe Kinder. Macht das nicht nach. Ich wollte eigentlich ganz elegant auf die Treppenstufen springen, aber hey. Gut, was soll's. Passiert. So, wo ist der Aufzug? Da ist der Aufzug. Da, 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 da. So, Anor Londo, ein Gebiet, das ich nicht abkürzen kann, weil ja wir erst einige Sachen erledigen müssen. Wir müssen erst durch diese Bildergalerie durchspurten, dann müssen wir die Zinnen erklimmen. Oben rechts, wo sie zwei Silberritter sind mit dem Drachenbogen. Warum habe ich an dieser Stelle immer Standbild? Das wäre mal interessant zu wissen. Wieder. Gut, eigentlich wollte ich ja hier landen, damit ich hier hoch kann, weil da ist nämlich noch eine Kiste versteckt, falls ihr das noch nie wisst. Ah,
Ich hätte auch links laufen können, das wäre geil gewesen. Aber okay. So, was haben wir denn da? Ich glaube, Dämonentitanit. Jawoll. Das ist sehr praktisch. Ah, ein Widerstandbild. Moment, Leute, ich muss gucken, was das ist. Das ist ja nicht mehr normal. So, da bin ich wieder, liebe Leute. Achtung, ein Weg liegt vor dir. Ich habe ein paar Sachen umgestellt. Vielleicht klappt es ja jetzt ein bisschen besser. Ups, wenn ich runterfallen. Ihr wisst, das ist der einzige Weg in nach Analondo. So, dann müsst ihr gleich jemand runterfallen. Genau. Drei Schläge, dann bist du aber auch Geschichte. Da kommt sein Kumpan. Mr. Weißgewand. Sage, Uchikatana, hast du leider keine Chance. So. Analondo ist ja ein ganz, ganz bevorzugtes PvP-Gebiet. Also wenn ihr hier menschliche Gestalt rumlauft, dann stellt euch schon mal darauf ein, dass euch mindestens 20 Leute invasieren, ja. Also da dürft ihr euch nicht wundern. Und da gehst du ins Loch. So, da mal den Kronleuchter runterschubsen. So, da vorne stehen noch zwei. Da drüben geht noch eine Treppe runter, wenn ihr das sehen könnt. Da ist auch ein Gitter offen. Dahinter ist eine Kiste. Wie ich die erreiche, habe ich auch noch nie ausprobiert. Ich gehe mal davon aus, dass ich da waghalsige Sprünge vollführen müsste. Beziehungsweise, wenn diese eine Säule da vorne nicht wäre, könnte ich da einfach rüberlaufen. Aber so einfach wird es dann doch nicht sein. Ne, da rutsche ich eiskalt ab. Und so weit kann er nicht springen, das weiß ich. So weit kann der Gute nicht springen. Da müsste man sich von hier wahrscheinlich irgendwie so rüberrollen. Soll ich es mal probieren? Ja. Das passiert, wenn ihr es falsch macht. Er stirbt. Einen grausamen Tod. Und niemand wird euch vermissen, wenn ihr das macht. So geht's mir zumindest. Gut, wie ich darüber komme, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie mit einem Trickjump oder weiß der Geier wie. Von unten geht's auf jeden Fall nicht, da geht keine Treppe hoch. So viel weiß ich. Was habe ich eigentlich für Ringe dabei? Hat schon einen Wappenring. Interesting. Ja, ich habe jetzt schon eine Zeit nicht mehr gespielt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich alles dabei hatte. Ihr wisst ja noch, dass Dark Souls New Game Plus Plus Let's Play gab es ja aus Neujahrsgeschenk. Nee, aus Weihnachtsgeschenk. Und schon wieder ein Standbild. Der geht da runter auf 5 Frames. Warum auch immer. Aber so ist das beim Dark Souls PC Port. Aber auch erst sehr kurzen. Ah, vielleicht sollte ich mal im Steam File-Check machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber gut, wir sind ja eh schon wieder hier. Oben liegt mein ganzes cooles Zeug, meine 60.000 Seelen. Die sollte ich vielleicht mitnehmen. Aber Ornstein und Smaug sind lustige Gegner. Die haben dreimal so viel Lebensenergie aus wie auf normal, liebe Leute. Auf normal, glaube ich, hatten sie 50.000. Jetzt haben sie 162.000 HP, jeder von ihnen. Also das ist schon ein knackiger Unterschied. So viel kann ich sagen. Besonders weil die guten Leutchen auch ein bisschen mehr aushalten jetzt im New Game. Blas, 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 blas. Ich hab 203 Plus, aber es ist schön, New Game Plus, 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 Plus zu sagen. Wie es halt immer so ist. So, mein ganzes cooles Zeug. Verloren ist gut, zurückerlangt. You are King of Kings. Stab. Stab. Ah, nur nicht runterfallen, ihr wisst, was passiert. Es gibt aber hier so keinen ersichtlichen Weg darüber zu dieser blöden Kiste.
Da, die Kiste meine ich. Wie komme ich da hin? Au! Wirf mir nicht was ins Gesicht. Ich glaube, du hängst. So. Tolle Aussicht. Ja, auf Boobies. Kommt man da vielleicht über die Statue darüber? Ich habe mich da. Ich wundere mich das jedes Mal. Nee, da gibt es ja auch keinen Aufgang. Es führt eine Treppe runter. Ich habe keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, schreibt es mir in den Kommentar. So, da unten ist ja auch noch so ein weißer Kerl. So, einfach mal ganz fix abgestochen. Hier ist ja auch nichts, dass ich irgendwie rüberkommen würde. So eine unsichtbare Wand oder so. Nö, keine unsichtbare Wand. Na gut, dann soll es halt nicht sein. Dann weiß ich halt nie, was in dieser Kiste drin ist. Wahrscheinlich die ultimative Waffe oder weiß der Geier was. Ich glaube es zwar nicht, aber okay. So, wir sind wieder außerhalb. Genau da, wo wir eigentlich hinwollen. Eigentlich wollen wir da oben rauf und dazu müssen wir die Plattform drehen. Aber das wisst ihr ja sicherlich noch. So, wir drehen einmal. Hoffentlich in die richtige Richtung. Und da kommt gleich der zweite Glockengargoyle. Wenn ihr euch gewundert habt, wo der zweite denn sein soll. Ja, da ist er. Wir bewachen jeweils einen Teil der Brücke. Na, komm runter. Feuerball! Du kleines Aas. Jetzt habe ich einen perfekt guten Feuerball wegen dir verschwendet. Oh, das tut gut. Mit einem Feuerball den Schwanz durchtrennt von ihm. Oh, ich habe ein Gargoyle-Schild, das ich schon x-mal habe, aber okay. So, Loot ist nichts mehr wert im New Game Plus Plus. Spätestens wenn ihr schon einen Großteil habt, beziehungsweise das Wertvollste wie ich, dann sind solche Sachen eigentlich ziemlich sinnfrei. Aber nun gut. So, was steht denn hier? Brauchst Menschlichkeit? Ja, jetzt noch nicht. Erst später, wenn ich zu uns ins Maul gehe. Ihr wisst ja, die Haupttür ist ja verschlossen. Und jetzt kommt der lustige Teil, da rechts über die Zinnen zu balancieren. Einzelkampf. Ja, das weiß ich. Ossa! Jetzt komm. Super Riesenritter-Typ. Du triffst mich nicht wirklich, aber okay. Au. Ah, der Blutungsschaden Uchikatana ist einfach noch der beste, was es gibt, ja. So, da ist er weg. Aber nach Once Then Once Marked werde ich euch mal zeigen, wo es noch ein bisschen besseres Katana gibt. Ja, es gibt noch ein besseres. Aber dazu müsst ihr euch einer bestimmten Gilde anschließen. Und dann an einen bestimmten Ort aufkreuzen im Spiel. Aber ich zeig's euch noch. So, Ritterchen. Einmal durch die Beine durchtauchen und dann den Gnadenstoß geben. Ich hab schon wieder 80.000 Seelen. Ah, jetzt kommen die Viecher. Denn meine... Da ist sie. Mal gucken, wie ihm das schmeckt. Ah, jetzt wird er pissig. Au!
Ja, ab Ana Londo ist das gute Spielchen vorbei mit. Du kannst schnell durchs Spiel durchrennen, wie ich es jetzt in den ersten 5, 6 Folgen gemacht habe, ja. Das ist jetzt vorbei ab Ana Londo. Jetzt heißt es dann. Streng dich an. Besonders mit solchen Viechern, weil die einfach mehr aushalten als früher. Au, 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 au. Und ihr seht, auch wenn ich blocke, bekomme ich Schaden durch diesen, durch seine Angriffe. Das ist, weil der Speer von dem noch Elementarschaden hat. Und mit diesem Schild kann ich ja keine Magie blocken. Der ist ja nur rein für normale Angriffe. Deswegen bekomme ich Schaden von ihm. So, wir machen mal eine kurze Heile. Dann ist dann nämlich noch einer. Den ich hoffentlich, ja, runterschubsen kann. So, Vorsicht, wenn ihr hier oben steht, kann euch der Silberritter treffen. Da müsst ihr aufpassen. Ja, da kommt der Pfeil schon geflogen. Wow. Also nicht stehen bleiben auf dieser Schräge. Immer schön weiterlaufen. Das endet sonst im Tod. So, hier am besten nochmal umdrehen. Hier kommen nämlich zwei von den Hübschen. Down. Na komm, komm, komm. Feiner Dämon, feiner Dämon. Böser Dämon, bleib stehen. Genau, dann gehst du nämlich runter ins Loch und Zaki ist wieder happy, happy, happy. So, ich halte es nicht aus. Ja, ich auch nicht. Jetzt kommt nämlich die schwerste Stelle in Ana Londo. Neben Ornstein und Smaug natürlich. Da lebendig hochzukommen, beziehungsweise das lebendig zu überleben. In New Game Plus 1 hat es ziemlich gut funktioniert eigentlich. Da bin ich nur einmal gestorben, anstatt 5 oder 6 Mal. So, Konzentration. Ihr wollt hier nach rechts gehen. Ignoriert den linken Bogenschützen. Tut euch den Gefallen. So, und dieses Mal bin ich gar nicht gestorben. Dank meiner Flammenmagie. So ist richtig. So muss das sein. So muss das gehen. Dass ich euch zeigen kann, wie der gute Soler überlebt, das habe ich schon wieder vergeigt. Das geht leider nicht mehr. Da sitzt er. Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with... Das Problem ist, ich habe schon übersehen. Ihr dürft, glaube ich, keine Konversation auslassen mit ihm. Und ich habe schon mindestens eine ausgelassen. Das war nämlich unter dem roten Drachen rechts. Da steht er mal an so einem Monument. Das habe ich schon übersehen. Deswegen kann ich den jetzt schon nicht mehr retten. Ich glaube, das ist eine Voraussetzung, dass ihr... alle Gespräche mit ihm auslöst. Was ziemlich schade ist, aber ich kann euch zeigen, wie ihr da schon mal in die richtige Richtung kommt mit ihm. Sprich, später dann den geheimen Zugangsweg zu Isalith. Aber gut, das machen wir, wenn es soweit ist. So, was haben wir hier Schönes? Da ist ein Silberritter. Ja, du bist ein Feiner. Du machst einfach so eine Kiste. So, die am besten irgendwie versuchen zu backstabben. Da habt ihr dann weniger Probleme mit denen. So, was haben wir denn hier drinnen? Eine Sonnenlichtmedaille. 3 Stück davon sogar. So, Tisch, du bist im Weg, es tut mir leid, aber dafür musst du sterben. So. Brauchst Menschlichkeit, da ist jemand krepiert. Beim Silberritter. Tja, wenn man es parieren und Backstab nicht kann, dann sollte man es eben lernen, ne?
So, fast 400 Schaden. Das ging beim ersten Mal deutlich schneller. Aber sie sind auch jetzt noch nicht wirklich eine Bedrohung. Besonders mit dem Schild von Artorias, da ist das alles viel, viel gemächiger. So, wir gehen die Wendeltreppe hoch. Kennt ihr? Jetzt muss ich nachdenken. Hier war ein Silberritter, genau. Auch wieder mit Lanze. Letzten Backstep-Punkt finden. Dort ist übrigens ein Titanit-Wächter. Ja, komm, bleib stehen. So. Achtung vor dir unten. Den sehe ich. Den kann man auch gar nicht überhören, das Viech da unten. So, seht ihr den Helden? Aber ich sehe schon, wir sind schon wieder weit über der Zeit. Deswegen sage ich mal, es geht weiter in der nächsten Folge von Dark Souls New Game Plus. Plus hier in Anna Londo. Und dann werden wir wahrscheinlich bis zu Anstern und Smug vordringen. Ob wir die da schon besiegen, weiß ich nicht. Aber wir werden es sehen. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Und ich sage wie immer, stay tuned and so long.